Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. AOK Plus Aktion mit dem Rat zur Arbeit an der steilen Wand. Schreiben mit Federkiel und Tinte und Rallye aus für Tannert in den finnischen Wäldern. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. An der legendären steilen Wand von Merane haben sich schon Generationen von Radsportlern versucht. Und wer selbst schon einmal am Fuße dieser Steigung gestanden hat, wird wissen, die steile Wand zu bezwingen ist kein Kinderspiel. Für den diesjährigen Abschluss der AOK Plus Aktion mit dem Rad zur Arbeit war die berühmte Straße aber genau die richtige Wahl. Die Aktion der AOK Plus ist schnell erklärt. Möglichst viele Berufstätige sollen motiviert werden, sich an mindestens 20 Tagen für den Arbeitsweg in den Sattel zu schwingen. Die Aktion läuft seit 1. Mai diesen Jahres. Und es geht einfach darum, dass Menschen das Auto zu Hause lassen und mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren. Und das prämieren wir, das unterstützen wir. Und bereits 20.000 AOK-Versicherte von uns machen an der Aktion mit. Die steile Wand aber ist noch mal ein ganz anderes Kaliber als viele andere Straßen. Für Rainer Striebel, den Chef der AOK Plus, aber kein Grund zum Kneifen. Ich habe das mal vor langer Zeit gemacht, aber das ist schon über 20 Jahre her. Da war ich natürlich deutlich jünger wie heute. Und natürlich eine riesen Herausforderung, auf den Spuren von TF Schur sich zu bewegen, ist doch fantastisch. Ein weiterer prominenter Teilnehmer der Aktion an der steilen Wand war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er hat sich die 248 Meter lange Strecke vorab schon mal aus einem Trabant heraus angeschaut. Aber die steile Wand kannte er schon. Ich habe es im Fernsehen gesehen und ich war auch vor einigen Jahren mal hier, habe mir das angeschaut. Und selbst wenn man jetzt hier davor steht, es ist schon einflößend, respekteinflößend, wenn man das sieht. Aber der Landesvater hat die Aufgabe mit Bravour und mit einem E-Bike gemeistert. Dank des Elektroantriebs war es ihm sogar noch möglich, einem jüngeren Mitradler helfend unter die Arme zu greifen. In der Staatskanzlei in Dresden sind Radpendler für ihn ein ganz normales Bild. Ja, es sind viele Leute. In der großen Stadt ist es eigentlich üblich, auch mit dem Fahrrad auf Arbeit zu kommen. Und das ist auch gut so. Wir fördern das auch. Wir wollen auch insgesamt in Sachsen viel mehr Radwege bauen, auch hier in der Region. 500 Kilometer haben wir jetzt in Planung gegeben und hoffen, dass es möglichst hintereinander zügig gebaut werden kann. Was aber so bleiben sollte wie bisher, das ist das historische Kopfsteinpflaster der steilen Wand. Das gibt der Strecke erst das richtige Flair, was nun schon Generationen von Radsportlern lieben gelernt haben. Der Sportreporter René Kindermann, der gleichzeitig auch Schirmherr der AOK Plus Aktion ist, weiß genau, wie ein Sportler aussieht, der die steile Wand bezwungen hat. Das ist so eine Mischung aus Erleichterung und Kaputtsein. Wenn man da oben ankommt, man denkt ja immer, 248 Meter, das klingt nicht so viel. Aber es ist dann, weil das Problem ist nämlich dieser Absatz dazwischen. Man glaubt sozusagen, man ist nach zwei Dritteln eigentlich am Ziel, fährt auf diesen Absatz drauf, auf diesen Sattel und denkt dann, ach na, jetzt sind es ja bloß noch irgendwie 20 Meter. Und dann tut es halt richtig weh, bevor man oben ankommt. Und deswegen finde ich die Herausforderung großartig, was die AOK Plus hier gemacht hat, zu sagen, wir nutzen mal die Aktion mit dem Rad zur Arbeit und bringen mal eine sportliche Herausforderung rein. Nicht bloß auf dem Weg zur Arbeit fahren, sondern auch mal richtig mal Gas geben, finde ich super. Und es gibt ja so viele, die gesagt haben, ich will das mal eigentlich ausprobieren. Das Bezwingen der steilen Wand von Merane war der Abschluss der diesjährigen Aktion. Dennoch kann sich auf der dazugehörigen Internetseite jeder schon jetzt anmelden, um auch 2020 mit dabei zu sein. Und dann bekommen die Buchstaben AOK eine ganz andere Bedeutung. Arbeitsweg ohne Kraftstoff. Noch 2 Wochen sind in Sachsen Schulferien. Der Füllfederhalter hat also noch ein wenig Pause. In den Zwickauer Priesterhäusern konnten Ferienkinder aber dennoch Tinte zu Papier bringen. Und zwar so, wie nicht mal deren Großeltern in der Schule schreiben mussten, nämlich mit einem echten Federkiel. Schon beim bloßen Zusehen lässt sich erahnen,
dass es wohl gar nicht so leicht sein dürfte, mit einer echten Feder und Tinte aus dem Fässchen einigermaßen leserlich zu schreiben. Probieren Sie es mal selbst aus. Sie werden merken, dass es viel Übung braucht, mit dem Federkiel richtig umzugehen. Und falls Sie es jetzt gleich mal ausprobieren wollen, auch die Feder selbst muss einige Voraussetzungen erfüllen. Also mit einer Feder, die man irgendwo draußen findet oder auf dem Bauernhof findet, kann man nicht sofort schreiben. Man muss die Feder erst vorbereiten. Und die Federn, wenn sie von einer Gans zum Beispiel kommen, die sind hier unten dran zu, haben einen kleinen Knubbel unten dran, sind auch sehr weich. Das heißt, man muss sie erst mal härten. Und wenn man sie gehärtet hat, muss man sie zuschneiden. Das heißt, diese Schräge und nach Möglichkeit auch diesen kleinen Spalt in die Mitte, diesen kleinen Schnitt noch. Und das waren damals sehr, sehr findige Leute, die das gemacht haben und die das auch professionell betrieben haben. Und witzigerweise, unser Herr Goethe zum Beispiel hat das auch selber probiert und hat dann irgendwo aufgegeben, hat gesagt, das lerne ich wahrscheinlich nie. Also er hatte auch seine Profis gehabt dann dafür, die das gemacht haben oder seine Helferlein. Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei. Goethe starb vor 187 Jahren. Seitdem hat sich auf dem Schreibgerätemarkt so einiges getan. Das beginnt schon bei der einfachen Frage, wenn Millionen Menschen schreiben wollen, wo bekommt man Millionen Federn her? Etwa Gänse nur wegen der Schreibfedern züchten? Nein. Ja, also das hat sich natürlich ein bisschen entwickeln müssen. Fing auch relativ früh an, dass man gesagt hat, wir haben nicht genug Federn, um die allen zur Verfügung stellen zu können, die im Laufe der Zeit schreiben können wollten. Die Schulen kamen auf, man musste viel mehr Federn haben oder hätte viel mehr haben müssen, als Menschen da waren, die welche haben wollten. Und dann hat man sie erstmal geteilt und diese geteilten Stückchen in einen neuen Schaft getan und konnte damit schreiben. Und dann ging die Entwicklung zur metallenen Feder und dann danach zum Füllfederhalter irgendwann. Und selbst der wurde im Laufe der Zeit immer seltener. Zunächst wurde er vom Kugelschreiber abgelöst und mittlerweile tippen die meisten ihre Texte nur noch am Computer oder auf Smartphone und Tablet. Schreibt man denn wenigstens in den Priesterhäusern ab und zu noch so richtig von Hand? Das ist eine ziemlich persönliche Frage, finde ich. Also im geschäftlichen Kontext braucht man natürlich den Computer, das ist ganz klar. Also man verschließt sich dem natürlich nicht. Aber es gibt bestimmte Sachen, wo ich jetzt persönlich sage, das schreibe ich lieber mit Hand. Und ich bin auch ein Verfechter von handgeschriebenen Postkarten. Da kommt keine Urlaubs-SMS mit einem Bild, sondern da gibt es noch die wahre Postkarte. Vielleicht macht ja ein Rundgang durch die Priesterhäuser mal wieder Lust auf das handschriftliche Verfassen von Texten. Überall in der Ausstellung wird man fündig, wenn es darum geht, etwas mehr über das Thema Schrift und Schreiben von Hand zu erfahren. Zum Mitmachen wird diese Aktion übrigens zum Tag des offenen Denkmals am 8. September angeboten. Werbung. Das Zwickauer Stadtfest steht in den Startlöchern. Mit einem veränderten Showkonzept gibt am Donnerstagabend, dem 15. August, die mittlerweile 17. Newcomer Night des alten Gasometers den Auftakt. Was bleibt, ist die gewohnt gewollt härtere musikalische Gangart. Anders als sonst, ab 18 Uhr treten in diesem Jahr nicht die Sieger des Bandwettbewerbs des alten Gasometers auf, sondern Sachsens beste Schülerband Emerge und zwei hörenswerte Nachwuchsbands aus Leipzig, Atlas Bird und Meon Monday. Der Grund? Nach 24 Jahren Nonstop-Wettbewerb pausiert der Zwickauer Contest in diesem Jahr und macht Platz für eine neue Idee. Das veränderte Veranstaltungskonzept wird die Fans noch aus einem weiteren Grund freuen. Es gibt gleich zwei Headliner, die es in sich haben. Die Pop-Punk-Band City Kids Feel the Beat und die Metalcore-Band And It's Okay. Wer Singer-Songwriter-Sounds mag, der kann diesmal sogar schon am Freitag auf der Hauptmarktbühne zwei tolle Sänger erleben. Mats Langer und Calvin Jones.
Dieses Freitagabenderlebnis ist zugleich eine schöne Einstimmung auf den Samstagabend. Denn da wird es am Muldeparadies romantisch. Eine Wiese, ein Schloss vor Augen, im Hintergrund die Zwickauer Mulde und auf der Bühne erklingen allerbeste deutsche Singer-Songwriter-Sounds von echten Szenegrößen. Fortuna Ehrenfeld sowie Enno Bunger und Band. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil hier wirklich alles stimmt, weil die Mitarbeiter freundlich und kompetent sind und weil man für sein Geld auch ordentlich was bekommt. Nicht nur Trinken ist im Preis mit inbegriffen, sondern genauso Sauna und es haut einfach alles hin. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Die schottische Musikparade aus Edinburgh kommt nach Plauen. Natürlich mit Bagpipes, natürlich mit Drums und mit E-Gitarren. Holen Sie sich jetzt Ihre Karten für die schottische Musikparade am 28. August an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain der diesjährige Aktionstag mit Schauvorführungen der Handwerksbereiche Schmiede- und Sägewerk statt. Die Besucher können in originale Werkstätten und anhand der historischen Technik die Arbeit dieser selten gewordenen Handwerksbereiche nachvollziehen. Außerdem können sie beim Lehmbau, Kerzenherstellen, Filzen und Korbmacherei den Handwerkern über die Schulter schauen und sich selbst ausprobieren.
Um 14 Uhr findet in der Handwerksausstellung eine Führung statt. Zudem beleben Handwerker ausgewählte Museumsobjekte rund um den Schlosshof mit ihren Vorführungen. Der Lichtentanner-Rallye-Pilot Julius Tannert musste mit seinem Co-Jürgen Heigl bei der Rallye Finnland vorzeitig die Segel streichen. Nach dem Gewinn der ersten Wertungsprüfung folgte auf der WP2 ein Platten. Auch dabei darf und kann keine Zeit verloren gehen. Radwechsel bei laufendem Rallye-Betrieb ist nicht ungefährlich. Trotzdem fiel Tannert auf den letzten Platz des Klassements zurück. Mit guten Platzierungen kämpfte sich der 29-Jährige wieder bis auf Platz 6 vor. Bei noch 5 ausstehenden Wertungsprüfungen war er sogar in Schlagdistanz zum Podest gekommen. Mit etwas zu viel Speed war jedoch in Wertungsprüfung 19 Schluss. Tannert und Heigl rutschten in einer Kurve in einen Seitengraben und überschlugen sich. Damit war auch die Aufholjagd Richtung Podest vorbei. Auch die Messen, am Ende der Junior-Rallye-WM auf dem Podest zu stehen, scheinen in weite Ferne gerückt zu sein. Beste Nachricht dabei, der Besatzung geht es soweit gesundheitlich gut. Vergangenes Wochenende hatte der BSV Sachsen Zwickau zu einem Dreier-Trainingsturnier eingeladen. Im zweimal ausgetragenen Jeder-gegen-Jeden-Modus gab es 6 intensiv geführte Partien. Sowohl Zweitliga-Konkurrent HC Rödertal als auch der Frankfurter HC aus der 3. Liga Nord erwiesen sich als willkommene Trainingspartner. BSV-Trainer Norman Rentsch nutzte die Gelegenheit, verschiedene Besetzungen spielen zu lassen. Des Weiteren wurden Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen getestet. Auch wenn es keine Turnierwertung gab, konnten die BSV-Damen mit 3 Siegen und einem Torverhältnis von 123-94 besonders am Samstag überzeugen. Rentsch zeigte sich nach den beiden Tagen zufrieden und konstatierte, auf diesen Leistungen weiter aufbauen zu können. Im norddeutschen Westerstede wurden vergangenes Wochenende die Europameisterschaften im ländlichen Vielseitigkeitsreiten ausgetragen. Antje Schöniger aus Lengenfeld holte mit ihrem Wallach FST Schön Screen Quebec den EM-Titel. Nach der Dressur noch auf Platz 4 liegend schob sich die 30-Jährige mit ihrem Geländeritt auf Platz 1 vor und gab diesen auch nach dem Springen nicht mehr ab. Das 2. Gold sicherte sich Schöniger mit der deutschen Mannschaft in der Teamwertung. Torwarttrainer Steffen Süßner bleibt dem FSV Zwickau für weitere 3 Jahre bis zum 30. Juni 2022 erhalten. Süßner, der beim FC Sachsen Leipzig, dem Chemnitzer FC sowie dem FC Erzgebirge Aue zwischen den Pfosten stand, ist seit 2012 für die Rot-Weißen im Amt. Als Torhüter-Koordinator trägt er Verantwortung bis in die B-Jugend. Verlassen wird den Verein hingegen der sportliche Leiter des Nachwuchszentrums die jungen Schwäne, Lars Hopp. Er löst seinen Vertrag aus persönlichen Gründen auf. Zu seinen Erfolgen zählten zum Beispiel der Regionalliga-Aufstieg der U19 und die Einführung einer neuen U16-Mannschaft. Hopp verfügte über die UEFA-Pro-Lizenz und hinterlässt zunächst eine Lücke, die der Verein als Leistungsnachwuchszentrum schnellstens schließen muss. Nähere Informationen bezüglich der nun ausgeschriebenen Stelle gibt's auf der Webseite des FSV. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem 3. Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau
finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Hotelpension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch knapp über der 20-Grad-Marke. Der Tag beginnt mit Regen, örtlich auch mit Gewittern. Bis zum Abend sind nur wenige aufgelockerte Abschnitte möglich. Die meiste Zeit regnet es allerdings. Die Aussichten? Am Donnerstag haben sich die Regenwolken verzogen und vor uns liegt ein sonniger Tag mit bis zu 25 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab und mit maximal 27 Grad wird es wieder ein wenig wärmer. Am Samstag erwarten uns bis zu 28 Grad und ein nahezu wolkenloser Westsachsenhimmel. Das war's von Tag aktuell vom Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten und für all diejenigen, die vielleicht zurzeit nicht zu Hause sind. Sie finden uns selbstverständlich auch im Internet und müssen nicht auf TV Westsachsen verzichten. Geben Sie einfach ein www.westsachsen.tv und damit finden Sie all unsere Beiträge, unsere kompletten Sendungen und auch einen Livestream der kompletten Sendungen, des kompletten Programms über den ganzen Tag verteilt bei TV Westsachsen. Also nicht vergessen, einfach mal einen Blick auf die Internetseite zu werfen. Ich bedanke mich hiermit fürs Einschalten und freue mich, morgen um 19 Uhr wieder für Sie da zu sein. Ihnen jetzt einen wundervollen Abend.